schon zwei Ebenen, die man beeinflussen kann. Wenn ich mehr Umsatz will, was kann ich mir relativ stumpf vornehmen? Mehr Kontakte. Mehr Kontakte. Jetzt sagen einige, ja, wenn das alle machen, dann geht das nicht. Da habe ich eine gute Nachricht. Genau. Dann ist das Einzige, wovor man echt keine Angst haben muss. Eher erobert die IS Washington, als dass Menschen anfangen, sich logisch und vernünftig zu verhalten. Ja. Wenn, sagen wir mal, das Ding ausgereizt ist, einfach mehr Kontakte zu machen, woran könnte man als nächstes arbeiten? Also hier die Abschlussquote hochkriegen, oder? Zusehen, dass ich mehr Kontakte ins Gespräch kriege, okay. Weil ich sage, ich kann ja Kontakt haben, so viel ich will, weil dann ich nicht wirklich Gespräche habe, wenn es zum Abschluss kommt. Ja. Beides würde funktionieren und ich glaube, und auf beiden Ebenen liegt halt Potenzial. Ja. So, dann kann man noch dafür sorgen, dass der Umsatz pro Auftrag höher geht. Ne? Höherwertiger verkaufen, Zusatzverkäufe. Und das Interessante ist, hier sind Leute von Hochwertern, die halt irgendwie, wenn man die fragt, was kostet ein Sofa, dann haben die eine andere Zahl im Kopf als jemand, der auf einer normalen Großfläche ist. Und hier sind Leute aus dem Studio, die sagen, wie viele Aufträge brauchst du für 21.000? Dann sagt Nicole, wo ist er? 2. Wenn man von der herkömmlichen Fläche kommt, dann sagt man 3,5, 4. Total wurscht was, bei allen gibt noch was. Ich dich frage, was ist eine Durchschnittsküche? Was willst du sagen bei dir? 10, 12, okay. Ja, die letzte, die du jetzt im Feuer hast? 20. 20, ja. Und was würdest du gerne? Was wird die nächste? 20, 22. Ja. Also, ja, auf allen Stufen geht noch was. Und da draußen sind Leute, die das jetzt schon machen. Wenn ich